Hallo meine lieben Freunde meines Kanals, schön, dass ihr bei diesem Video wieder mit dabei seid. Heute ist es schon wieder soweit. Wir haben das 400. Video auf diesem Kanal hier. Ich wünsche euch viel Spaß und gute Unterhaltung mit unserem wieder mal etwas längeren Video-Special. Guten Tag. Guten Tag, darf ich mit Herrn Steinsteiger sprechen? Ja, ist am Apparat. Okay, ich bin Agne. Und ich rufe bezüglich Ihrer Meldung bei uns an. Sie haben sich registriert, um mit automatischem System zu handeln. Ja. Okay, gut, super. Und ich bin Ihre persönliche Kontomanagerin von FinLibra. So, ich erkläre Ihnen, wie das funktioniert. Und dann ich helfe natürlich, Ihre Handelskonto zu aktivieren. Auf los geht's los. Okay, gut, super. Wie geht es Ihnen heute, Herr Steinsteiger? Prima. Okay, gut, super. Und sagen Sie mir, vielleicht haben Sie irgendwelche Erfahrung mit dem Handeln oder es ist die erste Mal? Nö, nur mit eBay, da kenne ich mich aus. Da habe ich schon richtig viel gemacht, aber mit dem Rest, da habe ich nicht so richtig Ahnung. Das habe ich noch nicht probiert und dachte mir, ich mache das mal. Vielleicht klappt das ja mal, wenn ich mich mal da probiere. Okay, so Sie haben ja für allein gehandelt, ja? Ganz allein. Ich bin immer ganz allein. Okay, mit Aktien oder Kryptowährungen? Was? Haben Sie mit Aktien gehandelt oder mit Kryptowährungen? Nee, nur mit eBay. eBay. Okay, gut, super. Okay, gut. Und sagen Sie mir, welche Ziele haben Sie bei uns? Dieses System nur testen oder sehen, wie das funktioniert und mehr Geld verdienen? Da kann man viel Geld kriegen. Entschuldigung? Da kann man viel Geld kriegen. Wie viel denn? Ja, natürlich. Ja. Wie viel geht denn? Sie wollen natürlich... Okay, es hängt von Ihren Zielen. Wie viel Geld wollen Sie machen? Na viel. Wie mehr wie möglich. Ja. Muss ja richtig klingeln in der Kasse. Okay, gut, super. Und vielleicht wollen Sie etwas kaufen, oder Haus, so wollen Sie dieses System probieren, so mehr Geld machen. Ach so, ja, das will ich investieren, das Geld. Okay, gut, super. Und sagen Sie mir, wie alt sind Sie, Herr Steinsteiger? Sie klingen sehr jung. Was? Wie alt sind Sie? Ach so, ja, 29. 29, Sie sind sehr jung. Ja. Okay, und was machen Sie beruflich? Knackig bin ich Table Dancer. Entschuldigung, was machen Sie? Ja, Table Dancer. Ich habe ja nichts Anständiges gelernt. Wenn man gut aussieht, dann kann man ja nicht so viel. Sie sind Dancer? Table Dancer, ja. Oh, so interessant ist. Okay, und sagen Sie mir, vielleicht sind Sie verheiratet schon. Haben Sie die Kinder? Nee, Kinder, die sind viel zu teuer. Die pupsen und machen eine Hose und schmieren die Tapeten voll. Nee. Ah, Sie sind Ladies, ja? Ich bin keine Lady. Entschuldigung? Ich bin keine Lady. Ich bin Table Dancer. Nein. Ich frage Ihnen, sind Sie verheiratet? Nee. Das kostet alles Geld. Ah, ja, natürlich. Und Sie haben keine Kinder, ja? Nee, um Gottes Willen. Ich will ja noch saubere Tapeten haben, weil jetzt sind die wenigstens noch ein bisschen, also nur braun und so. Aber ich will ja nicht, dass die braun und kaputt sind. Ja, ich habe verstanden. Ja. Okay, und sagen Sie mir, wo wollen Sie unser automatisches System haben? Auf Ihre Handy oder Computer? Na, im Idealfall zu Hause. Na, Sie werden eine Applikation haben. Wo wollen Sie das haben? Auf Ihre Handy oder Computer? Ach so, da mache ich das am liebsten auf meinem Computer, weil auf dem Handy, da ist das ja alles ziemlich fummelig. Da muss man ja mit den kleinen Dingern so rumfummeln und ich mag nicht so, wenn man so fummelig, das ist halt so klein. Ja, nicht nur diese ekelhafte Quietschestimme heute. Es ist auch wieder eine ganz besonders intelligente, die eigentlich nur dusselige Fragen stellt, die ja überhaupt gar keine Antworten bekommen sollen, weil sie macht ja einfach weiter in ihrem Skript, egal was man da antwortet. Oh Mann, und das sind wieder die Leute und die Spezialisten am Telefon, die von euch jede Menge Geld erbeuten wollen. Das ist das Traurige. Tja, auch wenn sie manchmal vielleicht ein bisschen nett klingen. Quietschig ist ja nicht automatisch schlimm. Na, aber doch, bei der hier schon. Aber trotzdem, die Leute sind nicht nett.
Die Leute, die wollen an eure Kohle. Niemand ruft bei euch zu Hause an, um euch irgendwelche Geldgeschenke zu machen und auch nicht irgendwelche Investitionsgeschenke, wo man vielleicht selber was investieren muss, aber danach dann Riesensummen macht. Ganz ehrlich, die Leute, die euch da anrufen, wenn das funktionieren würde, warum machen sie es denn nicht selber und behalten die Kohle? Ist doch logisch, oder nicht? Tja, das ist das Schlimme an der Geschichte. Es zahlen dort wirklich Menschen ein. Okay, gut. Und jetzt ich erkläre Ihnen, wie das funktioniert. Und dann, ich helfe Ihre Handelskonto zu aktivieren, okay? Okay, meinen Sie, das schaffe ich? Okay, so sehen Sie, Sie haben sich registriert, um mit einem automatischen System zu handeln. Ja. Dieses System analysiert alle Bewegungen auf dem Finanzmarkt. Also ist sozusagen ein Spion. Sie, passt auf, was man wie so bitte? Macht. Wie ein Spion. Sie sind? Na, wie ein Spion, das Programm. Ah ja, ja. Ja. Und dieses System, sehen Sie, analysiert alles. Und findet für Sie die beste Zeit, um Positionen zu öffnen und ausschließen. Okay. So, dieses automatische System findet für Sie die erfolgreichste Trade. Sie werden diese Applikation auf Ihre Handy oder Computer haben und wo Sie können alles immer sehen und kontrollieren. Ja. Und unser System läuft vollautomatisch, aber Sie sollen am Anfang die Einstellungen machen. Dafür werden Sie Ihre persönliche Kundenberater haben, der wird Ihnen mit Einstellungen helfen und weiter auf Ihre Frage antworten. Ach so, wenn, also, es ist ja gar nicht vollautomatisch, wenn ich denn da selber Einstellungen machen muss, dann ist es ja nur halbautomatisch. Es ist automatisches System, aber Sie sollen nur die Einstellungen machen. Wie viel Geld wollen Sie machen, ja? Und es ist alles. Ja. Und dieses System arbeitet vollautomatisch. Ja. Gut? Mhm. Okay, sagen Sie mir, haben Sie ungefähr verstanden, wie das funktioniert? Nö, da bin ich ja ein bisschen zu blöd für. Haben Sie verstanden? Nee, Sie reden ja mit einem doofen Kunden, der kann das nicht so richtig. Ich bin da zu blöd für. Okay, sehen Sie, wir geben Ihnen unser automatisches System und mit diesem System können Sie handeln. Ja. Es arbeitet voll automatisch für Sie. Also muss ich da gar nicht schlau zu sein? Ja, Sie haben das recht. Okay, dann ist gut. Okay, gut, dann sagen Sie mir, Sie wollen auch unser System mit dem Minimum probieren. Unsere Kunden oft beginnen mit dem Minimum, es ist 250 Euro. Sie wollen auch mit dem Minimum, ja? Na, was ist denn da besser? Entschuldigung? Was ist denn da so am bestesten? Ich finde, dass die Minimum ist genug. Okay. Sie können ja sehen, wie viel Geld können Sie aus 250 Euro machen. Es ist auch sehr gut. Ja. Gute Geld. So, ist es genug? Ja, dann. Wenn Sie Ihre Profite machen werden, Sie können ja Geld auszahlen. Ja. Und andere Geld können Sie ja noch einmal investieren. Ja, dann machen wir so, wie Sie das vorschreiben. Entschuldigung? Ja. Angenommen. Okay, gut, super. Und sagen Sie mir, wollen Sie Ihre Handelskonto, wie wollen Sie Ihre Handelskonto zu aktivieren? Mit Visa oder mit Mastercard oder haben Sie PayPal? Was ist denn da der Unterschied? Kriegt man da irgendwo mehr oder weniger? Oder ist man da irgendwo ein besserer Kunde oder ein schlechterer Kunde? Nein, es ist abhängig von Ihnen. Ja. Es ist ja egal ist. Okay. Weil wir haben ja die verschiedene Zahlungsmethoden. Ja, gut. Okay, so sagen Sie mir, wie wollen Sie Ihre Handelskonto aktivieren? Haben Sie Online Banking, PayPal, ja, ich würde jetzt aus meinem Trinkgeld dann bezahlen. Entschuldigung. Ja, angenommen. Sagen Sie mir, was ist für Sie bequem? Wie wollen Sie Ihre Handelskonto aktivieren? Na, am Computer. Nein, ich sage Ihnen, wie können Sie die Einzahlung auf Ihre persönliche Handelskonto machen? Mit der Hilfe der Karte, Visa, Mastercard, PayPal oder haben Sie Online-Banking? Ach so, ja, dann sagen Sie das doch gleich, das habe ich nicht verstanden. Ich bin ja ein bisschen zurückgeblieben. Dann machen wir das mit, ich würde sagen mit Überweisung, nee, ich kann mich so schlecht entscheiden, wissen Sie? Das,
Können Sie mir da nicht einfach irgendwas vorschreiben? Entschuldigung? Können Sie mir da nicht einfach was vorschreiben, was ich machen muss? Weil ich kann mich nicht so entscheiden. Ich sage Ihnen, können Sie noch einmal wiederholen? Ich kann mich nicht entscheiden. Können Sie mir das nicht einfach vorschreiben? Ja, natürlich. Okay. Haben Sie PayPal? Ja, dann machen wir das so. Haben Sie PayPal? Nee, muss ich erst einrichten. Haben Sie Karten? Karten? Ja, was denn für Karten? Visa, Mastercard. Ach so, ich dachte hier von meinem Döner. Nee, da habe ich so eine von der Sparkasse. Haben Sie Online-Banking? Achso, Sie meinen das mit einem Computer machen? Oder wie? Oh, Sie, Online-Banking, Sie können haben auf Ihrem Computer oder auf Ihrem Handy. Ich weiß nicht, wo haben Sie das? Das habe ich so wohl halt auch. Entschuldigung, wo haben Sie das? Bei beidem. Wo? Na, bei beiden. Okay. Ja. So? Wie wollen Sie Ihre Hand kontaktieren? Jetzt habe ich Sie akustisch nicht mehr verstanden, weil Sie so weit gegangen sind, weg von Ihrer Mikrofone. Hören Sie mich jetzt? Jetzt höre ich Sie wieder laut und deutlich. Genau, jetzt ist quasi erst okay, dann das Telefon super. Stehen. Ja. So, sagen Sie mir, haben Sie Online-Banking? Mhm. So, Sie können normalerweise Online-Banking machen. Aber wollen wir das nicht mit Kreditkarte, weil da habe ich noch nicht benutzt. Das würde ich mal machen. Ich verstehe Ihnen nicht. Na, mit Kreditkarte oder? Haben Sie Kreditkarte? Ja. Visa oder Mastercard? Oh, da muss ich das mal gucken. Sie fragen ja, stellen ja Fragen. Das habe ich ja nicht. Okay. Muss ich mal nachgucken. Ja. Ja. Achso, ich sollte ja gucken, ne? Wann sind Sie denn? Da steht drauf. Okay, ich warte. Da steht. Hier, wie das Computerbetriebssystem heißt es. Hier, Vista oder so. Haben Sie? Aufgeschrieben? Ja, ich bin da. Gut. Und jetzt? Ja, ich bin da. Das ist schön. Achso, dann unterhalten wir uns halt nicht mehr. Ich dachte, Sie wollen noch ein bisschen weiterreden. Aber was machen Sie jetzt? Jetzt gerade? Ja. Habe ich gerade einen Fenstergriff abgewischt. Entschuldigung? Den Fenstergriff habe ich abgewischt. Da waren so Schmandflecken drin zum Balkon. Habe ich abgemacht. Ist auf einmal so laut bei Ihnen. Ja. So, haben Sie gefunden? Ja, hatte ich doch schon gesagt. Ich habe doch die Antwort schon gegeben. Haben Sie Visa auf Mastercard? Das ist so eine Vista-Karte. Welche Karte? Eine Vista. Können Sie noch einmal wiederholen? Eine Vista-Karte. Und die erste Nummer auf dieser Karte ist 3 oder 5? Nee, das ist eine 4. Hier, ist Visa-Karte, ja? Ja, eine Vista-Karte, sag ich ja. Visa, ja? Ja, wenn Sie das so anders sagen, dann meinetwegen auch so. Hören Sie mich, so, sehen Sie, es ist sehr wichtig ist, für mich zu verstehen, welche Karte wollen Sie benutzen, weil wir haben verschiedene Zahlungsmethoden für verschiedene Karten, okay? Ach so. So, Sie haben Visa, ja? Ja, das ist ja kompliziert, aber Ihnen... Steckt man die Karte nicht einfach nur in den Schlitz und dann ist gut? Es ist okay, ich sende Ihnen jetzt einen Link. Mhm. Sagen Sie mir, die erste Nummer ist 4, ja? Von der Kreditkarte, ja. Okay, gut. Sagen Sie mir jetzt Ihre Postleitzahl. Die Postleitzahl, also da, wo ich wohne. Oder irgendeine. Ja. Oh, hatten Sie da? Das habe ich auch nicht aus dem Kopf. Hatten Sie, da muss ich mal gucken. Und sagen Sie mir, in welchem Staat leben Sie? In deutscher Staat. In deutscher Staat? Welcher Staat? Na, in Berlin. In Berlin? Ja, in Neuer Köln. Kennen Sie das? Ja, ich bin da. Ja. Was ist Ihre Postleitzahl? Das ist die 01255, glaube ich. Okay, können Sie noch einmal wiederholen, okay? Also die ganze. 12055. Ja.
Also, Ihre Ja. Paketzeit ist 010554. Nee. Noch einmal. 12055. Können Sie nicht so schnell sagen? Ich kann nicht verstehen. Also ich soll Ihnen die Postleitzahl langsamer durchsagen. Ja? Richtig? Postleitzahl ist sehr kurz. Ist 0 und dann? Na, 10255. 10255. Ja? Nee. Können Sie noch einmal wiederholen? Also die Postleitzahl. Postleitzahl, ja. Ja, 10255. Können Sie nicht so schnell das sagen? Also Eins. Die Zahl soll ich Ihnen langsamer sagen, meinen Sie? Nein, nein, Postleitzeit. Postleitzeit? Das weiß ich nicht. Okay, so, Sie haben gesagt, dass Sie leben in Berlin, ja? Ja. Okay, und sagen Sie mir Ihre Straße. Die Braunschweiger Straße 77. Entschuldigung? Angenommen. Angenommen. Können Sie mir noch einmal Ihre Straße wiederholen? Na, Braunschweiger Straße 77. Können Sie buchstabieren? Also Sie meinen, Hallo? Ich soll die ganze Straße buchstabieren? Sie können nicht so schnell sagen. Sie sprechen ja sehr schnell und ich mache Fehler. Ach so. Ja, warten Sie denn. Also soll ich Ihnen das den Straßennamen komplett durchsagen? Also einzeln in den Buchstaben oder wie? Können Sie wiederholen, aber nicht so schnell. Ja, das ist denn ein B wie Bommel. B und dann? Also ein B wie Bommel haben Sie, ja? Ja. Dann ein R wie Rudelbumsen? Ja. Ein A wie, wie Augenpopel? Ja. Ein U wie Unkraut? Ja. Ein Hn wie, wie ein Hn halt. Also so ein, Noch einmal? Welche Buchstabe? Ein Hn wie ein Nagelstudio. Ne, ja, ja. Oder ne, genau. Dann, also jetzt haben wir, das Braun steht jetzt bei Ihnen, ja? Ja, Braun, ja. Dann kommt ein S. Wie, Braunschweig, also, ja? Also ein S wie Saftschubse, dann ein... Ihre Straße ist Braunschweig, ja? Nein. Okay, gut. Soll ich jetzt weitermachen? Ja, weiter. Ja. S. Ja, dann kommt ein C wie Chamäleon. Ja. Dann kommt ein H wie Hohlbirne. Ja. Ja? Ja. Dann kommt ein G wie Geschlechtsverkehr. Ja? G, ja. Ja. Dann kommt ein W wie Willi oder Wichsen. Ja. Dann kommt ein E wie einen an der Klatsche. Ja. Dann kommt ein I wie... Ein I wie... Ja, oder hier ironisch. Dann kommt ein G wie geil. Ja. Dann kommt ein E wie Eier. Und dann kommt ein R wie Russland. Ja? Okay. Und dann kommt ein Leerzeichen. Ja. Ja. Dann kommt ein S wie Stuhlgang. S. Ja. Dann kommt ein T wie Straße, ja? Ja, genau. Okay. Also nee, das T nicht wie Straße, das T wie Tina Turner. Dann kommt ein R wie nochmal ja. Russland. Ja? Ja. Ein A wie Abfall. Dann kommt wieder ein S wie Straße. Noch ein S wie Straße. Haben Sie? Ja, ja, danke. Ich habe alles gefunden. Ach, Sie haben jetzt schon gefunden. Sie E-Mail. Aber haben Sie das? Haben Sie das eh schon? Ja. Jetzt öffnen Sie Ihre E-Mail.
Und ich sende Ihnen unsere Zahlungsmethode, so Sie können ja die Überweisung machen, okay? Ja, sehr gern. Aber ich habe noch eine Frage. Die Hausnummer, haben Sie denn die Hausnummer auch platziert? Nein, nein. Nee? Warum? Sehen Sie, nach dem Aktivieren werden Sie Ihr Handelskonto verifizieren. Ja. So? Ihre persönliche Kunde bereit erklären Ihnen, weil Sie das machen können, okay? Ach so. Okay, gut, super. So, jetzt einen Moment, bitte. Ja. Ich sende Ihnen E-Mail. Ach so, ja, per E-Mail. Ja, aber wozu haben wir denn jetzt die Straße gebraucht? Ja, ich habe Ihre Straße gefunden. Alles ist in Ordnung. Einen Moment, warten Sie. Haben Sie aber richtig jetzt geschrieben, ja? Nicht, dass da die Post nicht ankommt. Nein, ich habe richtig geschrieben. Ich habe alles gefunden. Okay. Schön. Ja, kann ja mal passieren, wenn da Fehler sind. Nicht, dass da was falsch kommt. Einen Moment. Ja. Jetzt ich sende Ihnen diesen. Ich kann warten. Ja. Okay, jetzt ich sende Ihnen diesen Link, okay? Ja. Okay, jetzt einen Moment bitte. Okay? Ja. So, überprüfen Sie jetzt E-Mail von Agnes Stolz. Ich habe Ihnen unsere Zahlungsmethode gesendet, okay? Achso, also Sie haben jetzt schon eine E-Mail geschickt. Oder wie? Entschuldigung, ich habe Ihnen E-Mail geschickt. Ah ja, okay. Mhm. Und wie, also an mein E-Mail-Postfach? Ich habe Ihre E-Mail. Wenn Sie sich registriert haben, haben Sie das geschrieben. Überprüfen Sie Posteingang. Ja. Spam und Jans E-Mail. Ich gucke mal. Ja. Das klingt mal doch. E-Mail auf jedes. Mhm. Okay, überprüfen Sie Gmail Spam. Ja, ich gucke gerade. Moment. Ich muss erstmal das Aufrufen da, die Seite, das muss man ja immer da so übers Internet machen, wissen wir? So. Ja, ja. So, dann muss ich jetzt hier eingeben, mail.google.com. So, ach warten Sie, jetzt muss ich mich hier einloggen. So, meine E-Mail-Adresse. Und dann noch das Passwort. So. Und dann jetzt, achso, warten Sie, da habe ich jetzt das Passwort gerade falsch eingegeben. Moment. Okay. So, nochmal das Passwort. Also dort hätten wir die Klage. Die Klage muss am Deutschen. Aber es steht am Gehen. So, jetzt bin ich drin. Und dann gucken wir mal nach Ihrem Schriftstück. Mensch, das ist aber ganz schön viel gekommen. Haben Sie mal ein E-Mail bekommen? Weiß ich noch nicht. Ich muss gerade suchen. Das ist bestimmt irgendwo mit dabei. Okay, gut, super. Ja. So. Gucken wir mal hier und gucken noch da ein bisschen. Stellen noch den Radiowecker wieder ordentlich hin. So, noch die Kuscheltiere. Und die müssen wir ja auch wieder hinstellen. So, was noch keine E-Mail da. Überprüfen Sie Spam? Spam, warten Sie. Nee, das heißt Jung. Jung-Ordner. Da? Schreiben Sie nach meiner Annahme. Schreiben Sie Agne und Sie werden meine E-Mail finden. Ja, warten Sie. So, wie schreibt man das? Buchstabieren Sie mir das mal. A wie Anto. Ja. Dann A. Noch ein A. Nein, nein, nein. Ein A wie Anton. Dann G wie Gustav. Also ein A wie Auto. Und ein ja, A wie Auto, G wie Gustav. Also ein G wie Gnu. G wie Gustav. Ja, oder Gnu. Hab ich. Und Nu? N wie Nordpol.
Ein N. Habe ich ja. I wie Emil. Also ein I wie Emil. Ja. Okay, habe ich ja. Agni heißt es jetzt. Agne, und suchen Sie nach meinem Namen. Agne, nur Agne. Jetzt steht hier Agne, das sind doch so Pickel im Gesicht. So, hier bei Google in den Ergebnissen. Jetzt kriege ich ja lauter so eklige Bilder. Sie sollen das in Ihre E-Mail suchen, nicht in Google. Ich habe das jetzt bei Google eingegeben. Ich habe ganz viele Pickelbilder jetzt bekommen von so ekligen... Nein. Sie sollen das in E-Mail suchen. Aber überprüfen Sie am Anfang von Spam, ja? Noch einmal. Ich guck mal nochmal in dem Spam-Ordner. Das kriegen wir doch bestimmt hin. Ich kann gut im Spam-Ordner gucken. Warten Sie. Bei Ihnen ist auf einmal so leise. Sind Sie noch dran? Nicht, dass ich jetzt umsonst gucke und da ist gar keiner mehr. Hallo? Ja, okay. Noch da? So, vielleicht, ja. Okay. Habe ich Sie bekommen? Ich gucke gerade. Das Nee ist nicht da. Also ich habe jetzt hier in dem Spam-Ordner ist nichts drin. Das ist ja bei mir... Einen Moment. Meine Kollegin Cleo weiß auch, wird Ihnen diese E-Mail senden und überprüfen Sie alles. Jetzt überprüfen Sie E-Mail von Cleo Weiss in Spam, Zen, Junk und Posteingang. Ich gucke mal, warten Sie. Bei dieser netten Tante hier muss man ja sagen, dass die wirklich wieder sehr, sehr, sehr bissig ist. Tja, die versucht immer weiter irgendwie noch an die Kohle zu kommen. Und dass sie sich dabei eigentlich nur lächerlich macht, stellt sie dabei irgendwie nicht fest. Schauen wir mal, wann es ihr auffällt. Ein bisschen geht ja das Telefongespräch hier noch. Aber einfach nur Wahnsinn. Man muss sich ja immer wieder ins Gedächtnis holen, das sind die Leute, die es schaffen, vielen, vielen Deutschen das Geld aus der Tasche zu ziehen. Einfach nur traurig. Cleo Weiss. Haben Sie bekommen? Ich gucke noch. Nee, ist nicht da. Okay, sagen Sie mir, benutzen Sie WhatsApp? Ach so, Sie meinen das mit dem Schreiben. Entschuldigung. Meinen Sie das mit dem Schreiben, da wo man sich so Buchstaben schickt? Okay, so, lassen uns andere machen. Jetzt, weil Sie können nicht mein E-Mail bekommen mit unserer Zahlungsmethode, probieren wir, machen das von unserer Seite, okay? Ja. Unsere Finanzabteilung wird diese Transaktion für Sie machen und Sie sollen nur diese Transaktion bestätigen, okay? Ja. Okay, so. Sehen Sie ja die Kartennummer auf Ihrer Karte, ja? Wie meinen Sie das? Sehen Sie auf Ihrer Karte 16-stellige Nummer? Warten Sie, muss ich mal gucken. Das ist hier so eine lange Nummer. Ich zähle mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, einen Moment. 8, 9. Einen Moment, 10, bitte. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ja, das sind 16 Ziffern. Was soll ich damit machen? Okay, so, ja. Okay, jetzt, wie ich habe Ihnen gesagt, unsere Finanzabteilung wird macht diese Transaktion für Sie und Sie sollen nur diese Transaktion bestätigen von Ihrer Seite, okay? Wie mache ich das? Okay, sagen Sie mir die 16-stellige Nummer auf Ihrer Karte. Ach so, Sie meinen die ganz lange Nummer da auf der Karte? Ja, natürlich. Mache ich. So, dann haben wir hier eine 7. Die erste Nummer, es ist 7. Ja. Aber Sie haben mir gesagt, dass es 4 ist. Ach so, ich habe hier die falsche Karte. Warten Sie mal, die sieht nur so ähnlich aus. Ja, die Karte, die habe ich hier immer von dem Springer Club, wo ich abends vorbeigehe. Da muss ich mal, warten Sie, muss ich die andere Karte? So. Okay, suchen Sie nachher. Da. So. Kreditkartengenerator öffnen. So.
Dann Visa hatten wir gesagt, ja, muss ich hier mal Visa anklicken? Ja, genau. Visa. Ja, genau, dann haben wir die 422, 685, 324, 937, dann kommt die 273 okay. Und die 3. Einen Moment. Können Sie mir noch einmal, aber nicht so schnell ja wiederholen, okay? Ja, also soll ich langsamer machen, oder wie? Ja, langsam, soll ich keine Fehler machen, okay? Ja, dann habe ich die 422. Können Sie mir Nummer nach Nummer sagen? 4, 5, 6, okay? Achso, nee, 422 kommt am Anfang. 422, dann. Mhm. Dann kommt, also die nächste Zahl brauchen Sie jetzt, ne? Ja, nächste. Ja, die nächste Zahl ist dann eine 6. Ein 6? Hm? Ja. Kann ich schon die nächste Zahl sagen? Ja. Ja, die nächste Zahl ist dann eine 8. 8? Mhm, genau. Und dann? Haben Sie aufgeschrieben, die 8? Ja. Ja, dann kommt eine 5? Ja. Und dann? Die 5 haben Sie aufgeschrieben, ja? Ja. Dann kommt eine 3. Ja. Haben Sie? Und dann? Ja. Die 3 haben Sie aufgeschrieben, ja? Ja. Okay. Dann als nächste Zahl wieder aufpassen. Jetzt kommt eine 2. 2. Hm, genau. Ja. Schreiben Sie die 2 auch immer mit dem Kringel oder machen Sie die unten so glatt? Nach 2. Was geht Achso, weiter? Die nächste Zahl ist dann eine 4. Gemacht. Haben Sie gemacht, ja? Ja. Dann kommt eine 9. Ja. Haben Sie auch aufgeschrieben? Ja, ich habe geschrieben. Okay. Die nächste Zahl, die hier in der langen Liste drin ist, das ist dann eine 3. Geschrieben. Ja. Dann kommt eine 7. 7. Ja. Haben Sie geschrieben? Ja. Dann kommt eine 2. Ja. Geschrieben. Ja, dann kommt eine 7. Ja, geschrieben. Dann kommt eine 3. 3. So, es ist alles, ja? Nee, da fehlt noch eine. Aber die Kartennummer soll, ja? Ja, eine fehlt noch. 16. 16-stellige Nummer, sollen Sie sehen. Wenn es Visa ist, es ist eine 16-stellige Nummer. Ja, genau. Und ich habe Ihnen erst 15 gegeben. Eine fehlt noch. Okay. Haben Sie die 3 erstmal geschrieben hinten? Haben Sie noch nicht gesagt? 7273 und dann? Und dann kommt noch eine 3 zum Schluss. Und sehen Sie auf diese Karte einen Namen. Es ist Visa. Oh, Mastercard oder Maestro, was ist geschrieben auf Ihrer Karte? Da steht Vista. Entschuldigung? Vista. Was ist geschrieben? Können Sie noch einmal langsam wiederholen? Na, Vista steht da, also hier die Karte. Es ist nicht Visa. Doch. Oder Visa. Ja, genau. Visa sehen, ja? Es ist geschrieben. Ja. Hm. Okay, und lassen uns überprüfen Ihre Karte-Daten. Es ist 4221, ja? Nee. Ja oder nicht? Nee. Und wo ist die Zelle? Na, da kommt, also als erstes kommt eine 4. Dann, 4 und ja, dann? Dann kommt eine 2. Da, ja. Dann kommt noch eine 2. Ja. Und dann kommt eine 6. 6. Ja. Okay, gut, super. Und 6, 8, 5, 3, 2, 4, 9, 3, 7, 2, 7, 3, 3, ja? Ja. Okay, gut, super. Sehen Sie die 3 Ziffern auf der Rückseite von Ihrer Karte? Nee. Es gibt keine 3 Ziffern auf der Rückseite. Weiß ich nicht, aber wenn ich jetzt auf der Vorderseite gucke, sehe ich ja nicht gleichzeitig die Zahlen auf der Rückseite. Unter der schwarzen Linie sollen Sie 3 Ziffern sehen. Also soll ich die Karte umdrehen jetzt? Entschuldigung. Soll ich die Karte umdrehen? Sollen Sie ja auf die Rückseite sehen. Unter der schwarzen Linie sehen Sie die 3 Ziffern. Muss ich mal gucken. Aber hier ist gar keine schwarze Linie, hier ist eine silberne Linie. Okay, eine Linie. Und Sie sollen jetzt auf der Rückseite nur die 3 Ziffern sehen. Ja, da sind 3 Ziffern.
Sagen Sie mir diese Ziffern. Also die sind so schlecht gedruckt, ne? Die meinen Sie? Die so schlecht abgebildet sind, die man kaum lesen kann. Ja, nur 3 Ziffern. Ja. Wie viel sehen Sie dort? 3 oder 7? Ne, 3. 3, sagen Sie mir die 3 Ziffern. Ja, das ist 436. Können Sie noch einmal 4 und dann? 436. 3 und 6. Ja? Ja. Okay, 4, 3, 6. Okay. Genau. Okay, und sehen Sie die Ablaufdatum von dieser Karte? Ja. Monat und Jahr, sagen Sie mir. Das ist 12/21. 12/21, aber es ist schon abgelaufen. Ach so. Ach, warten Sie mal, da habe ich Post bekommen, warten Sie mal, das habe ich noch nicht aufgemacht. Ich öffne immer nur meine Briefe, wenn der Gerichtsvollzieher vor der Tür steht. Ich gucke mal, weil ich glaube, ich muss mal hier in meinem Haufen gucken. Ich glaube, da habe ich schon was Neues dann bekommen. Ich habe halt nur nicht reingeguckt in meine Post. Okay. Hallo? Sind Sie noch da? Hallo? Ich kann Sie nicht mehr hören. Ich glaube, die Verbindung ist unterbrochen. Jetzt höre ich wieder was. Sie haben mir gesagt, dass Ihre Karte ist schon abgelaufen, ja? Ja, muss ich eine andere nehmen. Haben Sie andere Visa-Karte? Ja, ich habe eine neue bekommen. Muss ich mal gucken, die ist noch eingepackt. Okay, gucken Sie und sagen Sie mir, ich warte, okay? Ja, weil die ist hier noch, ich muss mal den Brief suchen, wissen Sie, weil ich habe das immer alles, irgendwo stopfe ich das rein und dann weiß ich immer nicht, wo das ist. Ich mache mir da nicht so einen Kopf drum. Da kommt dann manchmal Post und wenn ich Lust habe, gucke ich mal rein. Wenn ich keine Lust habe, lasse ich es einfach zu. Ne, manchmal sind ja da, muss man ja irgendwas bezahlen und so. Und das will man ja dann gar nicht lesen. Deswegen lasse ich die Post meistens immer zu bei mir. Und dann muss ich jetzt hier mal in einem großen Stapel gucken. Ich das nicht machen wollen. Haben Sie Online-Banking, eine Applikation auf Ihre Handy? Na, wie? Ich will doch das machen. Online-Banking, ja. Ich suche doch jetzt gerade die andere Kreditkarte. Suchen Sie nach andere Kreditkarte. Okay, suchen Sie, ich warte, okay. Und sagen Sie mir, wenn Sie fertig sind, okay? Das mache ich, ja. Ich gucke hier gerade noch. Ich habe jetzt hier so viel. Der Haufen ist wieder so groß. Wissen Sie? Da kommt ja hier jeden Tag, kommen hier so lauter bunte Briefe rein. Mal sind sie blau, mal sind sie gelb. Ich lasse dann einfach alle zu, weil mit den ganzen Farben, da bin ja sowieso farbenblind. So, dann haben wir hier noch was. Ach ja, Jahresabo von My Dirty Hobby. Ach, das. So, gucken wir mal. Dann habe ich hier noch ein. Sind Sie noch dran? Ja? Ja, warten Sie, ich bin gleich durch den Haufen. Irgendwo habe ich das. Ich weiß noch nicht. Irgendwo muss das hier in dem Haufen sein. Ich bin gleich soweit. Ich muss nur noch kurz eine Stunde gucken. Okay, gucken Sie, ich warte. So, haben Sie gefunden? Ja. Okay, so, haben Sie neue Karte gefunden, ja? Ja. Okay, sagen Sie mir die 6. Stellige Nummer von dieser Karte. Und ich lese mir gerade noch den Brief dazu durch. Entschuldigung. Ja, angenommen. Wiederhole. Haben Sie diese Karte im Internet bevor benutzt? Die packe ich gerade aus. Ja oder nein? Ich packe die gerade aus. Entschuldigung, ich verstehe Ihnen nicht. Können Sie noch einmal mir erklären? Ich packe die Karte gerade aus. So, Sie haben diese Karte nicht im Internet benutzt, ja? Warum sollte ich? Die ist doch neu. Es ist die neue. Also Sie haben diese Karte nicht aktiviert, ja? Wie aktiviert? Na, die packe ich gerade aus, die Karte. Die ist ganz neu. Okay, gut, super. Okay, jetzt wir werden ausprobieren. So, sagen Sie mir die 16-stellige Nummer auf dieser Karte. Ja, warten Sie, ich muss hier noch das Klebchen abreißen. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass sie wirklich Sitze löschert. Tja. Unser netter Rasierpickel hier am Telefon versucht ja wirklich weiter und weiter und weiter doch noch irgendwie ans Geld zu kommen. Ich find's einfach nur grauenvoll.
Aber naja, lassen wir sie mal weitermachen und vor allem weiter ihre Zeit verschwenden. Geht gleich los. So. Genau. So, also soll ich Ihnen die ganze Nummer da jetzt sagen, die da drauf steht, ja? Ja, natürlich. Ja. Wollen wir mit der Nummer hinten anfangen oder wollen wir die von vorne wieder nehmen? Am Anfang beginnt mit der Nummer 4. Ja, ich gucke mal. So. So, also. 451, 766. Nein, können Sie langsam mehr sagen? Ich Ach kann ja. nicht so schnell schreiben, genau, okay? Dann mache ich wieder langsam. Das ist ja kein Problem. Wenn Sie das ein bisschen langsamer machen möchten, dann kann ich Ihnen das gerne sagen. So, dann, also die erste Zahl fängt dann mit einer 4 an. 4, 1? Nee, nur mit einer 4. 4 und dann? Also die 4 haben Sie jetzt schon geschrieben, ja? Ja. Ja. Die nächste Zahl auf der Kreditkartennummer hier ist dann eine 5. 4 und dann, nächste. Haben Sie geschrieben, die 5, ja? Ja. Die nächste Zahl ist dann eine 1. 1. Ja. Dann. Haben Sie auch, ja? Ja, ich habe geschrieben, dann. Als nächste Zahl kommt dann eine 7. 7, okay. Können Sie mir 4 Ziffern in einmal sagen, ja? 4 Ziffern. Also soll ich... 4, 5, 1, 7 und dann? Okay, also dann 4 Zahlen soll ich Ihnen sagen. Ja, 4, ja. Ja, 6671. Können Sie mir nur Ziffern nach Ziffern sagen? 4, 4, 2, 4, nicht, ja, die... Na, also so wie gerade eben, dann wieder langsam, oder wie? Ja, langsam. Wiederholen wir noch einmal. Also es fängt mit einer 4 an, ja? Ja. Dann eine 5. Ja. Dann eine 1. Ja. Und dann eine 7. Ja. Okay, das haben Sie, ja? Ja. Okay, dann müssen Sie jetzt wieder aufpassen. Jetzt kommt der Rest. Da kommt jetzt als erstes eine 6. Ja. Haben Sie? Ja. Dann als nächste Zahl noch eine 6. Ja. Haben Sie aufgeschrieben, ja? Ja. Dann kommt eine 7. Ja. Haben Sie? Ja. Dann kommt eine 1. Ja. Haben Sie aufgeschrieben? Ja. Dann kommt eine 7 in der Zahlenkette hier. 7. Mhm. Haben Sie geschrieben, ja? Yes, ja. Dann die nächste Zahl ist eine 8. Ja. Dann. Eine 3. Dann. Haben Sie, ja? Ja. Dann kommt eine 2. Okay. Haben Sie aufgeschrieben auch, ja? Ja, natürlich. Dann, sehen Sie, jetzt sind es ja nur noch 4 Zahlen. Die nächste ist dann eine 7. 7. Haben Sie geschrieben, ja? Ja, ich habe geschrieben und dann? Als nächste Zahl ist dann die Ziffer 9. 9. Wie bitte? 9. Haben Sie, ja? Ja. Dann kommt eine 4. 4? Ja. Haben Sie auch aufgeschrieben, ja? Ja, ich habe geschrieben. Und die letzte Zahl, die hier in der großen langen Nummer drin steht, das ist dann eine 0. Null, okay, gut, super. Sagen Sie mir die Ablaufdatum. Monat und Jahr? April 27. 0, 4? Ja. 2, 7, ja? Ja. Und die 3 Ziffern auf der Rückseite? Also da meinen Sie wieder die so schräg geschrieben sind, ja? Ja. So, das ist dann eine 7. 7, ja. Haben Sie geschrieben, ja? Ja. Die nächste Zahl ist dann eine 3. 3, ja. Haben Sie? Ja. Und die letzte Zahl ist dann auch eine 3. Okay, gut, super. Und der Name auf dieser Karte, es ist Ihr Name, Sean Steinfeger. Ja, Sean Steinfeger. Ja. Okay, gut, super. Jetzt unsere Finanzabteilung, wir machen diese Transaktion für Sie und Sie sollen nur diese Transaktion bestätigen, okay?
Das war ein bisschen schnell. Das habe ich akustisch nicht richtig gut verstanden, was Sie gerade so von sich gegeben haben. Ja, ich erkläre Ihnen. Ach so. Jetzt unsere Finanzabteilung, wir machen diese Transaktion. Ja. Und Sie sollen nur diese Transaktion bestätigen. Ja. Sie bekommen eine SMS auf Ihre Handy von Ihrer Bank. Ja. Und Sie bestätigen, ob es Sie wollen machen, diese Transaktion machen und niemand noch, okay? Ja, ja, das möchte ich gerne machen. Mhm. Okay, gut, super. So, jetzt warten wir und ich sage Ihnen, wann sollen Sie diese SMS überprüfen? Was soll ich machen? Achso, Sie meinen, ich bekomme jetzt eine SMS von Ihnen und da soll ich was zurückschreiben, oder wie? Ja, ich erkläre Ihnen jetzt. Ich ja. sage Ihnen, was Sie machen sollen, ja, wenn Sie sollen diese SMS überprüfen, okay? Okay, warten Sie einen Moment. Ja, also im Warten lassen ist die nette Lady hier auch richtig prima. Sie schafft es immer wieder, das Gespräch eigentlich selbstständig immer länger und länger und länger in die Länge zu ziehen. Das können die Betrüger irgendwie alle ziemlich gut. Und vor allem im Blödsinn erzählen sind die Betrüger auch prima. Naja, im Zahlen eingeben sind sie weniger gut. Sie ist sicher selber unschlüssig gewesen, ob sie jetzt 4 Zahlen mit einmal oder doch einzeln, ne, ihr habt's ja gehört. Einfach nur Wahnsinn. Vor allem diese schrille, schreckliche Stimme die ganze Zeit. Wahnsinn, dass ihr das überhaupt so lange ertragt, aber tja, so ist das halt eben mit Betrügern, ne? Und ich weiß einfach nicht, wie man darauf reinfallen kann. Ich meine, das ist doch total stumpf. Aber man merkt schon, die geben sich ja wirklich alle Mühe. Egal wie blöd und doof der Kunde sich ja am Telefon gibt. Die bleiben dran, weil sie Hoffnung auf Geld haben. Und im schlimmsten Fall bleiben die einfach so lange dran, bis der Kunde einzahlt. Naja, oder sie eben feststellen, dass da definitiv nichts mehr zu holen ist. Tja, aber es ist einfach nur Wahnsinn. Vor allem in welcher Masse die anrufen und wie lange die dranbleiben. Und vor allem, was sie da für Leute ans Telefon setzen, bin ich immer wieder absolut überrascht. Naja, schauen wir mal, wie lange wir das Telefon naht hier noch in die Länge gezogen bekommen. Karte ist nicht aktiv für Online-Transaktionen. So. Jetzt schlage ich Ihnen vor, die normalerweise Online-Banking machen oder Bank überweisen, okay? Wie bitte? Ihre Karte ist nicht aktiv für Online-Transaktionen. So, jetzt. Ich sende Ihnen die Bankdaten, so können Sie die Online-Banking machen oder die Bank überweisen, okay? Also per E-Mail wollen Sie das dann schicken? Oder? Ja, öffnen Sie jetzt Ihre E-Mail, ich sende Ihnen die Bankdaten, okay? Ja, Moment. So, ich hatte das nämlich jetzt schon alles zu, wissen Sie, da muss ich jetzt erstmal aufmachen, kleinen Moment. So, also mein E-Mail-Postfach soll ich wieder aufmachen, ja? Ja, überprüfen Sie E-Mail von Agnes Stolz. Ja, das war ja das mit den Pickeln. So, dann muss ich gleich mal... Ja, jetzt bin ich hier wieder ausgelügt. Also ich muss mich mal wieder einlügen. Das ist ja kompliziert bei Ihnen. Und Sie haben mir gesagt, dass Sie haben PayPal nicht, ja? Dann würde ich dann schnell machen, wenn Sie sagen, das ist gut. Kann man das schnell machen? Sagen Sie mir, haben Sie PayPal oder nicht? Nee, aber ich würde das schnell machen, wenn Sie sagen, das braucht man. Okay, überprüfen Sie E-Mail von Agnes Stolz. Sie haben E-Mail von mir bekommen. Ja, gleich. Warte in Spam und Schank. Ich gucke gerade. So, jetzt bin ich erstmal hier wieder eingelügt in das E-Mail-Postfach. Warten wir. Entschuldigung. Ja, angenommen. Haben Sie bekommen, ja? Nee, da gucke ich gerade. Nee, also im Posteingang ist nichts drin. Okay, jetzt ich lege auf und ich rufe Ihnen in 2 Minuten.
Wieso? Vielleicht kann sie diese E-Mail nicht bekommen, wenn sie mit mir reden. Und ich rufe Ihnen in 2 Minuten, überprüfen Sie alles, Posteingang und Spam, und ich rufe Ihnen ja in 2 Minuten. Aber okay? Vielleicht ist ja irgendwas falsch an der E-Mail-Adresse. Das wird es mal überprüfen, weil normalerweise kommt... Welche E-Mail-Adresse haben Sie? Ihre E-Mail-Adresse ist schon buntsteinfänge@gmail.com, ja? Nee, da ist was falsch. Soll ich Ihnen das buchstabieren? Haben Sie WhatsApp? Ja. Okay, jetzt bekommen Sie diese Bankdaten für WhatsApp, okay? Na, aber wir telefonieren doch über die Festnetznummer. Sagen Sie, Sie haben mir gesagt, dass E-Mail ist nicht richtig ist. Sagen Sie mir Ihre richtige E-Mail-Adresse. Ja, also die E-Mail-Adresse, ja. Das ist dann Sean.steinfeger und dann @mdccfun.de. DE, ja? Ja. Haben Sie? Wiederholen Sie mir Ihre E-Mail. Also meine E-Mail-Adresse. Ja, ein Moment. Wiederholen Sie Ihre E-Mail-Adresse noch einmal. Ja, sean.steinfeger@mdccfun.de. Können Sie nach @ wiederholen noch einmal. @mdccfun.de. So, öffnen Sie Ihre neue E-Mail-Adresse und ich buchstabiere jetzt Ihnen meine E-Mail. So können Sie mir eine E-Mail senden, okay? Hat nicht geklappt, was Sie gemacht haben? Ja. Okay. Dann, also ich soll Ihnen jetzt meine E-Mail-Adresse nochmal buchstabieren, oder wie meinen Sie das? Öffnen Sie Ihre E-Mail-Adresse, die richtige. Ach so. Jetzt, ich buchstabiere Ihnen meine E-Mail-Adresse, so können Sie mir E-Mail senden, okay? Moment, hier steht gerade, mein Postfach ist voll. Ups, jetzt habe ich was kaputt gemacht. Ups, ja, jetzt ist es bei mir kaputt, warten Sie mal. So, also, ich gehe jetzt auf Schreiben. So, dann mache ich auf, dann schreibe ich von meinem Vati von der E-Mail-Adresse, ja? So. Sie öffnen Ihre neue E-Mail-Adresse und schreiben Sie mein E-Mail. So können Sie die E-Mail senden. Ja. So, buchstabieren Sie das. Die erste Buchstabe ist A wie Anton. Ein A wie Anton, ja? G wie Gustav. G wie, N wie Norbert. Ein N wie Nachtisch, ja? Wie Norbert. Ja. I wie Emil. Also ein I wie Emil. Ja. Ein I, Punkt. Punkt. Ja. Dann S wie Siegfried. Also ein S. S. Ein S. Und dann? T, C wie Theodor. Ja. O wie Otto. Ein O. L wie Ludwig. Oder Lutschen. C wie Zeppelin. Ed. Haben Sie geschrieben? Ja. Nach Ed. Ja, haben Sie Ed geschrieben, ja? Was? Nach dem Ed noch ein Ed? Oder wie? Agne. Punkt. Stolz. Ed. Haben Sie das geschrieben? Nee, bei mir steht Agni. Punkt. Stolk. Stolz. Also Z-E am Ende. Ja. Ja. Also Agni. Punkt. Stolz. Ed. Sie wie Cäsar. O wie Otto. N wie Norbert. Was war das für ein Buchstabe? Den habe ich nicht verstanden. C wie Cäsar. O wie Otto. N wie Nordpol. Ja, also Con, ja. C wie Theodor. Ja. A wie Anton. A wie Anton. Okay, C wie Cäsar.
David Theodor. Minus? Haben Sie geschrieben? Das Wort oder das Ding? Add Kontakt Minus, ja? Wollen Sie? Minus. Ja? Nach Minus. P? P? Wie Friedrich? Also ein P wie Friedrich. C wie Friedrich. Ein C wie Friedrich. Ja. Ja. I wie Ida. N wie Nordpol. L wie Ludwig. Oder Lutschen. I wie Ida. B wie Bertha. R wie Richard. A wie Anton. Punkt. C wie Cäsar. O wie Otto. M wie Martha. Und überprüfen wir Sie mir, was Sie geschrieben haben. Soll ich vorlesen? Ja? Reden Sie mir, was Sie geschrieben haben. Da steht agni.scholze@kontakt-plkrindlra.com. Sin Libra, ja? Sin Libra, ja. Hm? Sin Libra. So, senden Sie auf meine E-Mail SMS, so kann ich Ihnen die Banddaten senden, okay? Hm. Was soll ich da jetzt, also ich soll auf Ihre E-Mail-Adresse eine SMS schicken? Es ist meine E-Mail, ja, senden Sie auf meine E-Mail SMS. Wie mache ich denn das? Wie geht das? Haben Sie gesendet? Eine SMS an Ihre E-Mail, wie geht denn das? Ja. Wie macht man das? Müssen Sie mir erzählen, wie man das macht? Senden Sie auf meine E-Mail eine Nachricht. So kann ich Ihnen die Banddaten senden. Ach so, eine Nachricht an Ihren E-Mail, ja. Was soll ich, ja. Was soll ich denn in den Betreff reinschreiben? Was Sie sollen schreiben, was Sie wollen. Für mich ist egal. So, Betreff. Und jetzt schreibe ich noch was in das Feld rein. Moment. Na, ich schreibe Ihnen eine E-Mail. Sie können mir nur, Hi senden und es ist alles. Ach so, na, weil Sie haben gesagt, ich kann schreiben, was ich will. Jetzt schreibe ich Ihnen eine höfliche E-Mail. Können Sie das schneller machen? Ich habe so viele Kunden. Ich kann nie so viel Zeit mit ihr verbringen. Ja, warten Sie, ich beeile mich. So, habe ich gesendet. Einen Moment. Ich habe nichts bekommen. Haben Sie gesendet? Ja, aber jetzt steht ja, dass es nicht gekommen ist. Zurück. Senden Sie noch einmal. Nochmal? Ja. Ja. Noch warten Sie. Oh nein. Oh nein. Mein Postfach ist voll. Ist weg. Schnuckelchen? Haben Sie gesendet mir E-Mail oder nicht? Nee, ging nicht. Ist kaputt hier. Ist voll. Was ist voll? Postfach. Ist alles voll. Ist Hallo? Es? Ja? Hören Sie mich? Was ist voll? Ja, ich habe Anna nicht bekommen. Ja, es ging nicht. Ist voll Postfach. Postfach voll. Seit Januar, also im Januar habe ich hier alles mal gelöscht und seit Januar habe ich jetzt hier 18 GB voll. Nur E-Mail-Scheiße. Okay, ich rufe Ihnen ein bisschen später, okay? Nee. Nein. Und dann werden wir sprechen. Nee. Und dann hat unsere herzensgute Rasierpickeldame einfach aufgelegt. Hm.
Hat sowohl nach über einer Stunde Telefonat keine Lust mehr auf uns gehabt. Verständlich. Irgendwann muss ja mal gut sein. Aber alleine hieran sieht man schon wieder, wie lange die sich Zeit lassen, um ihre Opfer zu betrügen. Tja, da kann's noch so unterirdisch am Telefon werden. Ich meine, wir haben hier schon viel, viel schlimmere Videos gehört. Aber trotzdem zahlen da Leute ein. Und genau das ist das Schlimme und genau das wollen wir auch verhindern. Von daher teilt sehr gerne die Videos mit euren Freunden, Verwandten, Bekannten, mit eurem gesamten Umfeld. Nutzt dazu gerne Facebook, WhatsApp, Instagram, was es da so alles gibt. Den Teilen-Link findet ihr direkt unter den Videos. Ist so ein kleiner geschweifter Pfeil. Wer möchte, kann gerne noch was in die Kommentare dazu schreiben. Und ja, seinen Senf dazu geben, was ihr da so von haltet, von diesen netten Witzfiguren hier am Telefon. Ich meine, dass man da nicht viel von halten kann, ist ja, glaube ich, logisch. Ich bedanke mich auf jeden Fall für eure Aufmerksamkeit. Ihr seht jetzt hier noch eine nettere kleine Playlist mit einer etwas größeren Auswahl auf diesem Kanal. 400 Videos haben wir ja schon im Angebot. Plus die Shorts. Ich bedanke mich. Die Welt ist böse. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.